sind ja aus dieser Karte. Ja. Da sind ja ganz viele so drin. Und das sind ja wahrscheinlich Gebäude. Das sind die Häuser, ja. Ja. Und wofür steht das Bad? Also ist es ein Badezimmer? Das gab ein römisches Badgebäude, ja. Die Römer waren, was Reinlichkeit betrifft, besser dran als wir im Mittelalter oder im Barock. Ja? Wir wollten was sagen. Ja, ich wollte fragen, die Villa jetzt ja nicht ausgegraben, oder? Nee, aber ich sag noch was dazu zu dir. Lass uns das mal, ne? Es kommt alles noch. Das ist ein Gutshof. Der ist da oben, das ist ein Bauernhof. Der ist auch noch nicht ausgegraben. So. Und jetzt kommen wir zu dem Thema Bad. Okay, die Römer waren reinlicher als wir im Mittelalter. Und nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Wenn ihr in römischen Großstädten seid, zum Beispiel Köln, gibt es Abwasserkanäle und gibt es auch Wasserleitungen, die das Frischwasser in die Stadt bringen. Das muss die Stadt machen, nicht unser Verein. Unser Verein, der macht das ja hier ehrenamtlich, die Betreuung. Also im Sport oder in anderen kulturellen Einrichtungen hat er es auch. Bei uns sind das so Knacker wie ich, die nicht mehr arbeiten oder Leute, die noch arbeiten und die Spaß haben, Besuchern das zu erklären. Wir kriegen nichts dafür, auch nicht für mein Benzin. Ich mache das einfach aus Spaß an der Freude marschieren. Ja? Wir haben hinten Rekonstruktionen von solchen Schuhen und auch eine Originalschuhsohle, die man gefunden hat. Und Strümpfe. Und jetzt erzähle ich euch mal in dem Zusammenhang Schuhe, Strümpfe einordnen zu können. Ja? Flüssig wird es erst bei 1200 Grad. Aber 1200 Grad konnte man damals nicht erzeugen. Also, die Ägypter haben dann eben das auf 800 Grad gebracht. Und haben das mit der Hand geformt, Gefäße, Schalen, mehreren Schichten Leder und eventuell auch Holzbestand. Ich wollte sagen, die kleinen Dinge, die haben dran, damit sie nicht so schnell ablösen. Richtig. Diese Metallnägel sind aber immer mal wieder rausgefallen, ja, die haben nicht ewig gehalten. Vor allem da, wo Römer gekämpft haben. Und ein Beispiel aus der neuesten Zeit, bei Ausgrabungen, ist die sogenannte Schlacht am Hartshorn. Ich war eine Woche gerade jetzt in Urlaub, A7. Und vielleicht habt ihr mal den Ortsnamen Clausthal-Zellerfeld gehört. Das ist am Harz. Direkt neben der Autobahn war ein römisches Schlachtfeld. Da haben die Römer um 235 Glasgefäße, diese runden, die für Parfum oder Salböl oder sowas bestimmt waren, also für wertvolle Stoffe. Oben das Fässchen ist Kitsch, ja. Also es ist echt kitsch, aber die Römer haben sowas auch schon gehabt. Schöner Kitsch. Und hier haben wir Gefäße für Wein. Da konnte man eben Wein reinziehen. Und da unten auch die Formen, teilweise zeitlos, könnte man heute noch so verwenden. Wahrscheinlich eine Leimsiederei war. Leim kann man auf zweierlei, oder kleben kann man auf zweierlei Weise damals. Entweder Harz, Baumharz, oder aber Knochenleim. Das heißt, das sind teilweise Tierknochen. Also so begräbt man niemanden. Wenn man jemanden begräbt, dann sind die Hände entweder am Körper oder über den Körper so zusammengelegt. Es gibt Fachleute, die können aus Knochen unwahrscheinlich viel herauslesen. Man kann aus den Isotopen herauslesen, wie der sich ernährt hat, wo der herkommt. Was für Getreide er zu sich hat.